Nicole Kunert beim FDP-Parteitag in Berlin. Heute Vormittag ging es noch mal um die Atomenergie und deren Ausstieg. Warum ist das nach wie vor Thema in der Partei? Ja, es war heute Vormittag eine durchaus emotionale Debatte nochmal über Atomenergie, über die Bereitstellung von Atomkraftwerken, auch von Brennstäben, inwiefern man sie auch noch nutzen kann, was das mit dem Thema Energiesicherheit auf sich hat. Aber es gab eben auch viele Gegenstimmen und Gegenreden, die gesagt haben, naja, jetzt hören wir doch auch mal, was die Gesellschaft sagt. Wer möchte denn ein Atomkraftwerk wirklich vor der Haustür haben? Wie konsensfähig ist das denn überhaupt noch, so ein Antrag? Und dann wurde er auch knapp abgelehnt. Aber das Thema Energiesicherheit und Technologieoffenheit und wie man in Zukunft auch weiter für alle Technologien offen ist, das war halt durchaus nochmal ein Thema. Aber der Antrag zur Atomenergie nochmal weiterführen, der wurde jetzt abgelehnt. Die Delegierten des Bundesparteitags haben bereits gestern Abend mit großer Mehrheit das 12-Punkte-Programm für eine Wirtschaftswende gebilligt. Bemerkenswert daran ist, dass SPD und Grüne, also die Koalitionspartner im Bund, das überhaupt nicht gut finden. Bevor wir über die Meinungsverschiedenheiten genauer sprechen, ein kurzer Blick aufs Programm. Was steht da genau drin? Ja, es gibt eigentlich zwei große wesentliche Punkte. Zum einen möchte die FDP eher einen Abbau des Sozialstaates, das heißt die Rente mit 63, also die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren, das sehen sie nicht mehr. Sie möchten, dass Menschen länger arbeiten, dass sie länger dem Arbeitsmarkt auch zur Verfügung stehen. Und das andere ist das Thema Bürgergeld. Da fordern sie schärfere Sanktionen, dass sich Arbeit wieder lohnt. Das ist so vor allem was bei den ostdeutschen Delegierten ein Kernthema, dass sie sagen, in unseren Wahlkreisen gibt es viele, die fragen, wenn man Bürgergeld bekommt, kommt man dann gar nicht mehr zum Arbeiten. Also das sind die zwei wesentlichen Punkte beim Thema Sozialstaat. Und für die Unternehmen und für die Wirtschaft geht es vor allem um Steuererleichterungen. Also zum einen möchten sie den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das gilt auch für Unternehmen. Und das würde bedeuten, dass 12 Milliarden also der Wirtschaft dann quasi zur Verfügung stehen. Also diese Entlastung gäbe es für die Wirtschaft. Da wurde auch von FDP-Chef Lindner darauf hingewiesen, dass ja ein Urteil aus Karlsruhe durchaus sein könnte, wieder drohen könnte und dass der Solidaritätszuschlag vielleicht auch nicht verfassungskonform wäre. Und da bräuchte man eben einen Plan B in der Tasche. Das wäre nun der Plan B der FDP. Und das andere, da geht es unter anderem um steuerfreie Überstunden ab der 40. Überstunde. Damit wollen sie vor allem kleinen Unternehmen nochmal die Möglichkeit geben, wenn Menschen länger arbeiten möchten, gerade bei mittelständischen Unternehmen, dass diese Überstunden auch steuerfrei dann bezahlt werden können. Also das sind so die Hauptpunkte und natürlich das größte Thema, das eint aber alle Parteien, weniger Bürokratie. Also alle Firmen, alle Unternehmen, die Wirtschaft klagt so über viel zu viel Bürokratie. Das möchte auf jeden Fall die FDP auch abschaffen. Nicole, daran anknüpfend unweigerlich die Frage, welche Auswirkungen hat das Programm jetzt auf die Ampel oder ist das eher als Profilierung der FDP im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen zu sehen und dann auch die Bundestagswahl im nächsten Jahr? Naja, es ist ja schon ein FDP-Parteitag, das heißt, die FDP profiliert sich hier, stärkt sich hier, stellt ganz klar, wofür sie steht und man merkt eben auch, das ist eben FDP pur, das heißt Wirtschaft, Wirtschaftswende, mehr Wirtschaftsfördern, weniger Bürokratie, das sind eigentlich so die Schlagworte, die immer wieder hier genannt werden und womit jetzt auch die FDP in den Wahlkampf geht, in den Europawahlkampf, aber auch in den Landtagswahlkampf. Aber es ist natürlich ein gegensätzliches Programm zu der SPD und zu den Grünen. Die SPD, die fordert ja mehr Sozialstaat, die Rente mit 63 abschaffen, das ist für sie unantastbar und auch mehr Überstunden, das sieht auch die SPD nicht. Also es ist ein sehr gegensätzliches Programm zu den beiden anderen Koalitionspartnern und da wird man jetzt die nächsten Wochen sehen müssen, wie man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ja, und in den nächsten Wochen, am 9. Juni, um genau zu sein, da ist die Europawahl. Spitzenkandidatin der FDP ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wie hat sie sich auf dem Parteitag gegeben und wie unterstützt die Partei Strack-Zimmermann? Ja, man merkt schon eine extrem große Unterstützung für die FDP-Spitzenkandidatin Frau Strack-Zimmermann. Gestern gab es hier viel Applaus, viel Zuspruch für ihre Rede und sie hat nochmal das Thema Sicherheit in Europa klargestellt, wie wichtig es ist, dass man sich verteidigen kann. Hat aber auch klar, heute Morgen auch nochmal klar gesagt, dazu gehört auch Cybersicherheit, also das Thema Sicherheit ist im Fokus, aber auch weniger Bürokratie und da gibt es immer diesen Einsatz, der genannt wird, nämlich
Bürokratie in Europa hat einen Vornamen, nämlich Ursula. Ursula von der Leyen ist damit gemeint, also die EU-Kommissionspräsidentin. Das ist ein Satz, den sowohl der FDP-Chef als auch Frau Strack-Zimmermann immer wieder gerne nennt. Also das sind so die Hauptpunkte und auch, dass man sich gegen Rechtspopulisten in Europa zur Wehr setzt. Dafür hat sie auch viel Applaus bekommen und auch immer wieder darauf hingewiesen, schaut nicht auf die schlechten Umfragewerte, sondern lasst uns nach vorne gucken, wie wir in den Wahlkampf gehen. Dann ziehen wir zum Schluss Bilanz. Was ist das Fazit dieses Parteitags und wie gefestigt ist die FDP? Ja, man kann schon sagen, dass die FDP hoffnungsvoll jetzt aus diesem Parteitag rausgeht mit ihrem Wirtschaftswende-Konzept. Allerdings hat man auch manchmal den Eindruck, dass sie die schlechten Umfragewerte der letzten Wochen vergessen hat, die letzten zwei Tage. Jetzt werden sie nach vorne gucken müssen, schauen müssen, was sie von ihrem Wirtschaftskonzept überhaupt noch mit den anderen Parteien ja auf einen gemeinsamen Nenner bringen, weil die basten auch an Wirtschaftskonzepten. Das ist nicht nur eine FDP-originäre Idee. Und jetzt wird man schauen, wie man in der Ampel weiter regieren kann, wie man auch bei den strittigen Thema Haushalt oder auch die Rentenreform auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also konfliktfrei wird es auf jeden Fall die nächsten Wochen nicht. Nicole Konert in Berlin, vielen Dank.